Do Besson, please, and make us here, Victoria, me. Marcel Risse, erst Medizincheck, dann Vertragsunterschrift. Der erste Eindruck am Dienstag. Den einen oder anderen kenne ich schon von früher. Ich freue mich auf die alten Gesichter, die wiederzusehen. Habe mir auch schon das letzte Testspiel angeschaut. Ist schon eine vernünftige Truppe und freue mich jetzt dann morgen dazu zu stoßen und endlich mitzutrainieren. Am Mittwoch dann das erste Training bei der Victoria. Und was sagt Victoria-Chefcoach Pavel Dotschew? Also ich freue mich sehr, dass wir geschafft haben, einen Spieler so wie Risse zu gewinnen. Und ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Und das ist jetzt für mich nicht nur ein sehr guter Spieler, es ist auch eine Persönlichkeit, die unsere Mannschaft weiterbringt. Und deswegen kann ich sehr, sehr glücklich über diese Verpflichtung sein. Und er hat schon Qualität. Und er muss nur gesund bleiben, wir müssen ihn aufbauen. Aber eins muss ich auch ganz deutlich sagen und machen, wir erwarten von ihm kein Wunder. Es ist ein sehr guter Spieler und wäre auch unfair ihm gegenüber, wenn wir jetzt denken, dass er hier jetzt zaubern muss. Wir wissen, was wir mit ihm haben und wir sind froh, dass er bei uns ist. Marcel Risse, wie war die erste Trainingseinheit bei Victoria Köln? Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Nach den Wochen ohne richtig auf dem Platz zu stehen. Ich bin ganz normaler Teil der Mannschaft und so möchte ich auch angesehen werden. Ich versuche mich da auch nicht irgendwie hervorzuheben, außer natürlich auf dem Platz gebe ich mein Bestes. Ich hoffe, dass ich da auch weiterhelfen kann. Aber ansonsten möchte ich als ganz normales, vollwertiges Mitglied der Mannschaft zählen. Victoria.